auch von Essence, eine Nail Art Pen. Und zwar hat der die Farbe 08 Flash, nein, Fresh Green heißt die. Da steht das hier. Da. Und zwar ist das so eine Stiftspitze, das ist total praktisch, weil man damit wirklich super akkurat zeichnen kann. Mit rechts zumindest, oder für die Rechtshänder mit rechts. Für mich als Rechtshänder mit links wird es jetzt wieder schwierig. Ich nehme den, teste den vorher immer nochmal auf einem Papier aus, weil manchmal fängt er nicht direkt an zu zeichnen. Deswegen mache ich manchmal die Kappe dann nochmal zu und schüttel das Ganze. Und meistens funktioniert es dann besser. Wenn nicht, der hat so eine Spitze, die man so aufstumpfen kann, also die sich dann so reindrückt. Und dann gibt er nochmal einen ganzen Schwung Farbe nach. Und damit das nicht alles auf meinem Nagel landet und mir alles versaut, schmiere ich das dann hier so ein bisschen ab. Und in der Regel funktioniert er dann wieder. Genau. So. Also wie bereits erwähnt, ich bin Rechtshänder, deswegen wundert euch nicht, wenn ich den Stift so komisch halte. So. Dann fangen wir hier mal an. Und zwar bin ich hingegangen und habe jetzt in die Blütenmitten, habe ich einfach erstmal einen Punkt reingesetzt. So. Und so. Seht ihr das? Die sind jetzt ganz winzig. Moment. Vielleicht hier. Auf jeden Fall ist da jetzt ein Punkt in der Mitte. Und dann gehe ich hin und setze wie so eine Art ja, Blätter einfach noch mit dazwischen. Und zwar in jedem Zwischenraum zwischen zwei Blütenblättern mache ich so einen geschwungenen Strich, wenn er geschwungen wird. So. So. Es ist echt nicht so einfach mit links, aber zum Glück fällt das nachher alles nicht mehr so auf. So, hier noch ein Punkt. Und da auch wieder ein Punkt. Klar, je öfter man das macht, desto einfacher wird es natürlich auch dann für die nicht vorrangige Hand, damit zu arbeiten. Aber wir kriegen das schon hin. Ihr dürft die Hoffnung nicht aufgeben. Ach ja, da war ich ja schon. So. Also, Punkte in die Mitte malen und dann Blüten, nee, nicht Blüten, Blätter haben wir ja schon. Einfach Blätter noch andeuten. Und wenn euch die Striche noch zu dünn sind, dann könnt ihr die ja noch ein bisschen nachzeichnen. Und das ist jetzt hier wirklich so ein bisschen arg dünn. So dünn sind ja keine Blätter. So. Könnt ihr das eigentlich sehen? Ja. Ihr seid voll im Bild. So, das reicht jetzt für meine Begriffe. Und dann gehen wir weiter zum nächsten Schritt. Und zwar auch ein Nail Art Pen von Essence in der Farbe. Pearly Silver, genau, das war es. Pearly Silver Tip Painter nennt er sich noch. Der ist schon etwas älter. Das hier, das sind die neueren. Und dieser hier, der ist, ja, also ist dasselbe Prinzip, ist eigentlich genau dasselbe Produkt, nur hat noch einen anderen Aufdruck. Und das ist so ein, ich sag dazu mal Hochzeitsweiß. Das sieht aus wie dieser, also. Wenn ich die Farbe sehe, muss ich automatisch an eine Hochzeit denken. Zum Glück verbrauchen wir davon jetzt nicht so viel auf dem Nagel, sonst wäre es kein Aloha-Design mehr. So, und damit fülle ich einfach die Zwischenräume aus, die die Blüte quasi offen gelassen hat. Also das, da wo ja jetzt noch, oh, ich mache mir den Finger an, da wo ja jetzt noch unser Mangosorbet durchscheint, da fülle ich das jetzt mit auf. Das wird zwar nicht deckend, aber das gibt dann nochmal so einen schönen Schimmer und macht die Blüte einfach so ein bisschen 3D, sage ich jetzt mal. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen die Tiefe. Also einfach, es muss echt nicht akkurat sein, einfach so ein bisschen Farbe da reinsetzen. So. Und zwar in beide Blüten, die ihr auf dem Nagel aufgedruckt habt. Aufgestampft. So, jetzt hat sich das so ein bisschen gefüllt, wie ihr seht, und das schimmert so ganz leicht, so ein bisschen perlmuttig sieht das einfach aus. Perlmuttig, gibt's das Wort eigentlich? Naja, jetzt schon. So,
Und ihr werdet es nicht glauben, ich nehme mir auch noch einen dritten Nail Art Pen. Und zwar, bitte scharf stellen. Hallo? Hallo? Bitte scharf stellen. Ja, vielen Dank. Und zwar ist das jetzt ein richtig silberner. Und zwar ist das die 03 Silver Star. Heißt der jetzt? Schütteln, damit das mir nicht böse nimmt. Und dann wieder ein bisschen auf dem Papier ausprobieren. Hallo. Ich bin vielleicht doch zu nah dran, weil je näher ich rangehe, desto mehr Schwierigkeiten hat er mir hinterherzukommen mit der Bewegung. Naja. So, damit gehe ich jetzt hin und akzentuiere jedes einzelne Blütenblatt nochmal, indem ich dem Ganzen wie so eine Art Schatten gebe. Also auf die Blütenblätter selbst drauf. Ich zeichne euch das gleich nochmal auf dem Papier auf, damit ihr das nachvollziehen könnt, weil ich glaube, das ist jetzt schwierig, das so zu verstehen, weil man es jetzt auch wahrscheinlich nicht so gut sieht. Ich zeichne euch das gleich mal auf. Einen Moment bitte. Ich zeichne gerade fertig. So. Und zwar, was ich gemeint habe, ich brauche mal einen Papierstift. Was ich gemeint habe, wenn das eure wenn das eure Blüte ist und hier habt ihr ja den grünen Punkt reingemalt und hier eure grünen Striche, beziehungsweise was ja dann Blätter sein sollen. So. Und hier in die Zwischenräume habt ihr ja dieses Perlmutt-Dicke gemacht. Oder wir haben das gerade gemacht. Naja, eigentlich nur ich, aber ihr seid ja dabei. So, und dann bin ich jetzt hingegangen mit dem Silbernen gerade eben. Mit dem hier. Damit bin ich jetzt hingegangen und habe die Blätter nochmal hervorgehoben, indem ich denen jeweils hier einen Strich gegeben habe. Nochmal so ein Highlight einfach. Sollte ich das farbig machen? Hier diesen Highlight-Strich meine ich jetzt. Jetzt sind da so viele Striche drauf. So, ich hoffe, ihr könnt das jetzt besser nachvollziehen. Auf jeden Fall, das habe ich hier auf dem Nagel gemacht. Nochmal in groß. Für diejenigen, die nicht so gut Kleines erkennen können. So, jetzt kommt der Abschluss. Und zwar habe ich von Essence, auch von der Nail Art, aus der Nail Art Abteilung, Sparte, aus der, auf jeden Fall ein Essence Nail Art Tip Painter ist das. Und zwar hat er diesen ganz feinen, dünnen Pinsel, ihr habt das ja alle schon gesehen, so sieht das aus. Und zwar ist das die Farbe 08 Juicy Coral. So sieht das aus. Ich mache das übrigens so, weil ich mehrere habe. Ich habe hier oben, mache ich mir dann immer so einen Farbklecks drauf, weil ich habe die alle in so einer Schachtel stehen. Und wenn ich von oben drauf gucke, sehen die Deckel alle gleich aus. Und damit ich die nicht alle rausfriemeln muss, habe ich mir hier so einen drauf gemacht. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie sie das hingekriegt hat, mit dem Pinsel auf die Rückseite zu malen, das wäre ja wie, als würde man sich selbst versuchen, den Hintern zu beißen. Ich habe einfach auf ein Blatt Papier einen Tropfen Farbe gegeben und dann mit einem Zahnstocher oben drauf rumgemalt. Haha, Trick 17. Auf jeden Fall den nehmen wir jetzt zum Abschluss. Und wichtig ist, dass man den erstmal oben so gut es geht abstreicht, weil man sonst das Problem hat, sobald man damit arbeitet, kommt Tropfen für Tropfen kommen nachgelaufen einfach und dann hat man auf einmal so einen riesen Blub auf dem Nagel. Und dann wird es unschön. Oder zumindest nicht so, wie wir es wollten. So, ich habe das jetzt also abgestrichen, habe nur noch ganz wenig Farbe vorne drauf. Und jetzt nehme ich nur noch eine Blüte von den zweien pro Nagel und gehe quasi an dieselbe Stelle, wo ich eben schon... Na toll, jetzt ist er schon trocken, ich quatsche zu viel. An dieselbe Stelle gehe ich jetzt, wo ich eben mit dem perlmuttfarbenen Stift gearbeitet habe, also quasi in die Zwischenräume, und setze da auch nochmal so ein Farbhighlight rein. So. Könnt ihr das erkennen? Ihr müsst. Ihr müsst einfach. So.
Welche Blüte ihr da nehmt, ist ja wurscht. Ich nehme jetzt einfach die, die mir gerade spontan zusagt. So. Ach ja. So. Dann sieht das Ganze also so aus. Hier hat sich schon wieder ein Fussel eingeschlichen. Wieso wird es denn jetzt ausgerechnet dunkel, wenn ich hier mal ein Nageldesign-Video drehen möchte? So. Um das nochmal auf der Zeichnung zu verdeutlichen, seid ihr jetzt also an der Stelle, wo ihr hier nochmal Farbe reingebt. Ich mache das jetzt einfach mal mit dem Nagellack, den ich auch genommen habe, beziehungsweise mit dem Tip-Painter ist es ja. Das ist jetzt eigentlich voll die Verschwendung, aber Hauptsache ihr versteht's. Da sind mir alle Mittel lieb. Upsala. So. Jetzt sind wir eigentlich auch schon fertig. Das Einzige, was ich euch jetzt noch empfehle, damit das so schön schimmert wie hier, was es hier jetzt noch nicht wirklich tut, sollte ich vielleicht mal das Licht da machen? Ja, dann wird es wieder orange. Von diesem elenden künstlichen Licht. Aber ich glaube, jetzt könnt ihr die Details ein bisschen besser erkennen. Kann das sein? Das Einzige, was ich euch jetzt noch empfehle, ist, einen Klarlack drüber zu geben. Und ich bevorzuge da den von Essence. Was ein Running Gag. Better Than Gel Nails. Top Sealer ist das. Der ist super, super, super. Weil erstens mal kann man den ganz einfach auftragen. Der versiegelt alles schön und der trocknet so schnell, dass man dem fast bei zugucken kann. Ich warte jetzt aber lieber noch ein bisschen, damit das richtig durchtrocknet, weil sonst hat man nämlich das Problem, dass man beim Auftragen das ganze Design verschmiert und dann war die ganze Arbeit und Mühe umsonst. Ja, das war's eigentlich auch schon. So sieht's übrigens auf dem Daumen aus. Habe ich das schon gezeigt? So. Ja. Das war mein Aloha Hohe Nageldesign. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!